Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Jurassic World. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal unsere Kohle ein. Sammeln erstmal so viel ein, dass unser Lager wieder relativ voll ist. Und dann gucken wir auf jeden Fall, was wir hier noch so veranstalten können im Laufe des Let's Plays. Da bin ich natürlich selbst gespannt, was es hier für Events gibt. Gucken wir uns gleich gemeinsam an, würde ich sagen. Aber erstmal investieren wir hier gleich nochmal ein bisschen Kohle, um natürlich weitere Nahrung zu produzieren, um unser Lager weiter zu füllen. Bei 41 Mille Nahrung sind wir schon, von daher hautet auf jeden Fall hin, da brauchen wir uns auf jeden Fall keine Platte machen, dass uns die Nahrung irgendwie ausgeht. Von daher passt es auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, was habt ihr an Nahrung auf Tasche und auch vielleicht an Gold, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock drauf habt, also würde mich auch mal interessieren. Auch wenn er sagt, ja, bau mal den Park um oder, weiß ich nicht, hau hier irgendwelche Gebäude runter, wie zum Beispiel hier die Teile, die Cafés, die Dschungelbohnencafés, also, weil man da sowieso nicht so wirklich Kohle kriegt, also man kann da doch noch ein bisschen was ändern. So, was machen wir dann? Außerdem gibt es ja hier ein Event, beziehungsweise eine Aufgabe haben wir hier. Und zwar sammle 5000 Münzen mit von Sicherheitsbüros. Okay, 4896 haben wir. Das passt auf jeden Fall, weil die Walde sammeln hier ein und kommen dann auch gleich mal ruf und kriegen dann natürlich unsere XPs. Gucken, ob wir in die nächste Stufe kommen. Stufe Nummer 38 sind wir. Nee, für mehr reicht's leider nicht. Das ist natürlich bitter. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Cool, dann kommen wir auf jeden Fall in die nächste Stufe. Stufe Nummer 39 kriegen wir jetzt. Von daher passt es, sind wir wieder ein bisschen aufgestiegen. So, da sind wir. Stufenaufstieg Level Nummer 39, eine neue Erweiterung haben wir. Und natürlich die nächste Kampfstufe so freischalten. Von daher passt es. So, kohletechnisch haben wir auch gleich wieder ein bisschen was bekommen. Damit sind wir auf jeden Fall auch zufrieden. Und dann würde ich sagen, checken wir erstmal uns auf, ja. Sammle 50.000 Münzen von Dinosauriern mit mindestens 9%. Okay, okay, okay. Sammle 15.000 Münzen, wir wollen mindestens 9%. Alles klar. Was ist die nächste Aufgabe? Das haben wir schon erledigt, von daher passt es. Verfügbar Tapiara auf 21, verfügbar Velociraptor 15, okay, schließe Kampfstufe Nummer 36 ab, haben wir auch erledigt. Von daher passt es, die Aufgabe haben wir erledigt, da kriegen wir gleich wieder ein paar XPs und kommen dann noch gleich wieder in Richtung Level Nummer 40, schließe Kampfstufe 37 ab, haben wir auch gemacht. So, das läuft auf jeden Fall. Jetzt sind wir doch fast auf 40, von daher passt es. Hier müssen wir natürlich noch ein bisschen Futter. Okay, verfüttern, alles klar. Was haben wir hier noch? Sammle 30.000 Münzen von einem Fleischfresser mit mindestens 12%. Okay, da haben wir auf jeden Fall extrem cool auf, ja. Die wir hier noch vor der Brust haben, von daher denke ich auf jeden Fall, können wir die auch relativ schnell erledigen und können dann natürlich ab in die nächste Stufe. Das heißt für uns natürlich, dass die nächste Kampfstufe dann auch gleich wieder freigeschalten ist. Von daher passt es. Von daher würdet auf jeden Fall hinhauen. So, dann checken wir hier erstmal unsere gratis Wundertüte. Drehen hier erstmal kurz am Rad. DNS können wir immer gut gebrauchen, von daher passt es. Schließen die ganze Angelegenheit und gucken jetzt erstmal, was es hier für Events gibt. Und da Monster der Untiefen und Schwanzkeulen. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Gucken hier erstmal rein. Hier haben wir Pflanzenfresser. Seht ihr selbst. Wir können natürlich angreifen mit dem, wen wir wollen. Von daher passt es. Da können wir uns auf jeden Fall gut austoben, würde ich sagen. Und bei Monster der Untiefen, wie sieht's da aus? Da haben wir natürlich auch wieder einen harten Gegner, aber den können wir auf jeden Fall relativ schnell in eine Flucht schlagen, weil wir haben Höhlendinos mit am Start, beziehungsweise Höhlensaurier. Hier haben wir beispielsweise ihn, von daher könnten wir mit dem gleich mal probieren, den Sieg irgendwie zu holen. Ich probiere einfach mit dem als allererstes und nehme den auch noch mit und probiere einfach mit den Bienen, ob wir es schaffen oder nicht. Werden wir sehen. Müssen wir gucken. So, legen wir los. Ich bin gespannt. Den ersten Schlag nehme ich auf alle Fälle mit in die nächste Runde. Warte ab, was der Gegner macht. Der nimmt noch mit. Von daher würde ich sagen, nehmen wir auch gleich nochmal alle drei mit in die nächste Runde. Und gucken, er blockt zwei. Das ist natürlich absolut genial für uns, weil er hat zwei Schläge. Wir haben jetzt gleich Fünfer am Start. Nee, Sechse so, ja. Von daher würde ich sagen, wir haben mal zwei raufhauen. Und nehmen Viere mit in die nächste Runde. Ein Block da, von daher passt es. Dann hat er jetzt gleich vier Schläge, glaube ich, am Start. Ein mit in die nächste Runde. Jo, so sieht's aus. Gucken, was er macht. Er macht ja nichts. Gut, dann hauen wir 1, 2, 3, 4 Schläge ruf, nehmen Viere mit in die nächste Runde. Er blockt 3. Das heißt für uns natürlich, dass nur ein Schlag durchkommt. Aber gut, okay, damit können wir ganz gut leben, denke ich.
So, wollen wir nochmal vier raufhauen? Eins, zwei, drei, vier hauen wir rum. Vier nehmen wir mit in die nächste Runde. Ihn blockt er nur, von daher hauen wir ihn jetzt erstmal ein bisschen was auf die Mütze. Haben auf jeden Fall ein paar Lebenspunkte abgezogen. Das Ding ist aber, er hat acht Schläge, von daher müssen wir mal gucken. Mit sechs greift er an. Gut, okay. Das heißt für uns natürlich, dass er maximal zwei blocken kann, was er auch tun wird. Von daher denke ich schon, dass wir gute Karten haben. Mit sechs Schlägen kommen wir durch und holen uns damit auf jeden Fall den Sieg. Eins, zwei, drei. 3. Oha, aber ganz schön knapp. 4. 5, 6. Das würde reichen, aber dann haben wir noch zwei Schläge. Die hauen wir auch noch auf und damit holen wir uns dann, wie gesagt, den Sieg. So muss es laufen, so muss es sein. So, wie jetzt weiter? Wen suchen wir uns als nächsten Gegner? Das ist natürlich die Frage. Machen wir da bei Monster der Untiefen weiter oder zocken wir natürlich dieses andere neue Event hier? Schwanzkeulen. Also eins von denen könnten wir machen. Ich würde sagen, wir gucken hier erstmal nochmal rein, gucken, was wir da für Gegner haben. Da seht ihr natürlich, jetzt wird es gleich ein bisschen härter. Von daher würde ich aber trotzdem sagen, könnten wir es hier eigentlich nochmal probieren. Und zwar, wen nehmen wir mit? Das ist die Frage. Würde ich sagen, nehmen wir den mit. Und nehmen, wen nehmen wir noch mit? Nehmen den mit und nehmen den mit. Probieren das einfach so mit den dreien aus, aber ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall extrem gute Karten haben, weil die Wahl der Gegner sieht auf jeden Fall keine Sonne, wenn wir uns nicht ganz so blöd anstellen. Aber werden wir sehen, müssen wir gucken. Wir legen erstmal los und warten ab, was der Gegner macht, ob er seinen Meeressaurier wechselt. Jo, das tut er. Hätte ich an seiner Stelle natürlich auch gemacht. Einen Schlag hat er noch. So, dann wechseln wir unseren natürlich hoch. Ich nehme den Megalodon mit ins Boot. Und gucke einfach mal, was wir mit dem so reißen können. Zwei Schläge nehmen wir mit in die nächste Runde und warten auch erstmal ab, wie der Gegner so agiert. Der wechselt gleich nochmal sein Dino. Hat jetzt noch zwei Schläge am Start. Geht er rauf? Nee, macht er nicht. Das heißt für uns, wir blocken erstmal eh, nehmen vier mit in die nächste Runde und warten ab, was der Gegner macht. So, vier Schläge hat er. Gut, okay. Eins, zwei, drei, vier hauen wir rauf. Vier nehme ich mit in die nächste Runde. Cool, wir kommen mit alle vier durch. Das ist erstmal megamäßig gut, weil die Wahl, so haben wir dem Gegner erstmal gut weil abgezogen. Klar, er hat jetzt acht Schläge, könnte natürlich so agieren, wie er will, aber das ist mir eigentlich völlig egal. Zwei kann er jetzt noch maximal blocken. Von daher brauchen wir, glaube ich, nur drei Schläge investieren. Ne, vier müssen wir investieren, das ist natürlich schade. Aber ist ja, 1, 2, 3, 4 investieren wir und 4 nehmen wir mit in die nächste Runde. Haben damit den Dino erstmal gekillt, klar. Und holen uns jetzt hoffentlich auch gleich noch den Sieg. Aber erstmal müssen wir gucken, was der Gegner eben macht. Ob er jetzt angreift, glaube ich eher weniger. Nö, macht er auch nicht. Von daher würde ich sagen, hauen wir nochmal 1, 2, 3, 4 Schläge ruf. Nehmen 4 mit in die nächste Runde. Er blockt 2, das heißt für uns natürlich, dass wir mit 2 Schläge durchkommen, ziehen den natürlich erstmal ein bisschen was ab. Unser Gegner hat 6, gucken, ob er angreift. Nö, macht er nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt eventuell nochmal 2 blockt. 1, 2, 3, 4, 5 hauen wir einfach mal rauf und 3 nehmen wir mit in die nächste Runde. 2 blockt da, von daher hauen wir unseren Gegner gleich mal auseinander und haben den nächsten Sieg am Start. Richtig geile Sache, also jetzt haben wir nur noch einen Kampf vor der Brust, den wir hier irgendwie schaffen müssen, um natürlich das nächste extrem seltene Paket zu bekommen. Von daher passt es, aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal ein anderes Event an, checken da auf jeden Fall nochmal, was da so geht. Schwanzkeulen heißt es. So, 3 Kämpfe müssen wir absolvieren, wir haben natürlich hier keine Beschränkung. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Ihr seht schon, 3 Pflanzenfresser, was soll da schon anbrennen? Da können wir eigentlich ganz entspannt drauf gehen und zwar nehmen wir da, wen nehmen wir da mit? Das ist natürlich die Frage. Aber da will ich natürlich irgendwelche Dinos mitnehmen, mit denen ich natürlich ganz lässig hier gewinne und die natürlich auch nicht extrem gut sind im Gegensatz zu unseren anderen. So, probieren wir mit den dreien einfach aus. Ich glaube, damit haben wir eigentlich relativ gute Chancen. Gucken, was so geht, ob wir den Sieg holen oder nicht, aber ich denke schon, dass da eigentlich nichts anbrennen kann. So, den ersten Schlag nehmen wir mit in die nächste Runde, warten ab, was der Gegner macht, ob er natürlich angreift, glaube ich, erwähnen, ja, macht er auch nicht. Von daher nehmen wir gleich nochmal alle drei mit.
Oh, er hat nicht mehr ihn geblockt. Hätten wir auch gleich angreifen können. Gut, okay. Jetzt würde ich sagen, hauen wir 1-2 Schläge ruf, nehmen 4 mit in die nächste Runde. Ein Block da, von daher kommt ein Schlag auch erstmal durch. Das passt auf jeden Fall. Der Gegner hat 6 Schläge. Gucken, was er macht. Greift er an? Nö, macht er nicht. Ihr könnt mir vorstellen, dass er eventuell 2 Schläge blockt. Deshalb hau ich 1-2-3 ruf, blocke ihn und nehme 4 mit in die nächste Runde. Oha, der blockt sogar 4 Schläge. So, dann probieren wir gleich nochmal. 1-2-3, dann blocken wir ihn und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall auseinandergehauen. Klar, das Ding ist, dass der Gegner jetzt 8 Schläge am Start hat. Aber das kann uns eigentlich völlig scheiße ja sein, weil unsere starken Fleischfresser sind jetzt gerade nicht dran. Von daher passt das mit 7 greift er an. Das heißt für uns natürlich, dass er nur einen Schlag blocken kann. Aber das wird ihn natürlich relativ wenig nützen, weil wir müssen jetzt nur 4 Schläge investieren, haben dann auf jeden Fall den nächsten Dino gekillt. So, 600.100 hauen den vierten Ruf und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Von daher passt es, der ist auf jeden Fall auch gleich mal richtig am Arsch. Und dann haben wir nur noch einen voller Brust, einen Pflanzenfresser, den wir hier auseinanderruppen müssen. Da denke ich auf jeden Fall, dass wir da extrem gute Karten haben, weil wir haben 8 Schläge, können jetzt alle 8 Ruf hauen und haben damit auf jeden Fall den Sieg, einen Block da nur. Von daher passt es, würde ich sagen. So, was machen wir dann? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal checken, was hier im Brutlabor und in unserer Brutkammer noch abgeht. Da bin ich natürlich auch gespannt, wie es jetzt so, ja, nee, wen ich da so wirklich drin habe, weil ich glaube doch ein paar mehr ausgebrütet habe. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Gucken wir auf jeden Fall gleich gemeinsam drin. Checken hier erstmal die Evolution. Hier haben wir natürlich den, wer ist denn das, der Dimetrodon? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein legendärer Dino. So, und zwar ist das der Dimorphodon, sorry. Sorry, den platzieren wir erstmal. Und dann würde ich sagen, füttern wir den auch erstmal bis auf Stufe Nummer 20. Ihr seht natürlich schon die Angriffspunkte und Verteidigungspunkte. 550 Verteidigungs- und 210 Angriffspunkte. Von daher passt es auf jeden Fall. Wir füttern den aber erstmal weiter. Bis auf Stufe Nummer 20 und dann seht ihr natürlich, wie es sich gleich mal ein bisschen verändert hat. Also wir können ihn auf jeden Fall im Kampf auch gut mit einsetzen, von daher passt es. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir checken erstmal, wen wir hier eventuell noch ausbrüten können, beziehungsweise evolutionieren können. So, da hätten wir hier den Indominus, aber den will ich nicht unbedingt dafür nehmen, weil die Wahl kann ich euch eventuell auch erklären. Das Ding ist nämlich, auf Stufe Nummer 10 bringen die mir erstens ein bisschen mehr, weil die Wahl, ich habe dann 2, kann in irgendwelchen Events und Turnieren natürlich mit 2 kämpfen, das ist immer praktischer. Und außerdem braucht er jetzt schon extrem lange Erholungsphasen, von daher auf Stufe 20 wird dann noch ein bisschen härter. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, den erstmal noch nicht zu pimpen. Aber wenn ihr sagt, Mann, Alter, knall den Indominus auf jeden Fall auf Level Stufe 20. Macht das auf jeden Fall, der ist richtig geil. Dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Oder vielleicht sagt er, oh ja, Mann, hast recht, würde ich auch nicht machen. So, dann haben wir hier den nächsten sehr seltenen Dino am Start auf Level Nummer 1. Ist der jetzt, ist ja klar, wir haben den noch nie gefüttert. Weiter jetzt mit unseren extrem seltenen. So, wen haben wir da? Hier haben wir den Stegosaurus, das passt natürlich hoch, den haben wir jetzt einmal auf Stufe 1, einmal auf 11, einmal auf 30, von daher kommen wir da, oh, langsam aber sicher wieder gut voran. So, wie machen wir weiter? Wir checken natürlich den nächsten, das ist natürlich ein Amphibien-Dino, seht ihr selbst, der Meteorynchus, okay, so, dann platzieren wir den natürlich hoch, haben den aber schon einmal auf 40, jetzt noch einmal auf 10, von daher sieht es auf jeden Fall megamäßig gut aus. Und dann haben wir hier natürlich zum Schluss auch nochmal einen legendären. Gucken, wer das ist. Seht ihr eventuell selbst, das ist ein neuer. Der Ichihystega. Okay, den platzieren wir natürlich hier. Und dann können wir den noch erstmal hochknallen bis auf Stufe Nummer 10. Ihr seht schon, was der jetzt schon für Power hat. Also das ist auf jeden Fall schon gut unklar. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück und könnten dann mal gucken, wen wir eventuell noch ausbrüten könnten. Hier haben wir nämlich auch noch ein paar Dinos am Start, die wir hier ausbrüten können. Da würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall erstmal den Argentinosaurus, brüten den erstmal aus. Klar, für Dino-Dollar könnten wir jetzt natürlich die nächsten ausbrüten. Aber das lassen wir erstmal, ist erstmal jetzt nicht so wichtig. Von daher würde ich mich auch für heute erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.